Herzlich willkommen zu What's New, eine neue Serie von Babylon FPV. Vor ein bis zwei Tagen hat RaceFlight einen neuen Configurator veröffentlicht und dazu die passende Firmware. All die bekannten Fehler, über die ich mich bis jetzt immer so aufgeregt habe, sollten hier jetzt behoben worden sein. We fixed everything that we've been told of is a bug. As of right now, I do not know of any problems with RaceFlight, so... Mal sehen, was daraus wird. Einen gründlichen Review darüber mache ich in den nächsten Tagen. Shopping-Tipps. Bei Banggood purzeln wieder die Preise. Zum Beispiel die QX7 ist im Moment auf ca. $90 runtergefallen. Die DJI Mavic Pro auch auf ca. 900, kostet im Mediamarkt um die 1000-1200. Der Ishin Lizard auf ca. $90 runter. Und die Aomwe Commander FPV-Brille auf 299. Normalpreis ist 350. Die Brille hat einen eingebauten DVR, einen eingebauten Diversity Receiver. So eine müsste man bei einer Fetchock Nox dazu kaufen. Die Brille ist leichter und soweit ich weiß, hat sie sogar ein OSD, um den Batteriestand der Brille anzuzeigen. Get FPV! Jetzt auch die Rotor Riot Hype Train Motoren bei Get FPV erhältlich. TBS Crossfire, das Long Range System, ist auch wieder erhältlich. Neue Tiger Motoren F40 Pro mit drei verschiedenen kW-Werten: 1600, 2400, 2600 kW. Und neu für die Bastler ein Smokestopper. Geniale Sache. Vorher musste man sich das ja selbst basteln. Jetzt gibt es das auch hier zum Kaufen. Für nur $4,99. Ich glaube, eine Investition, die sich lohnt. Die GoPro Hero Session 4 gibt es bei Intersport und bei Mediamarkt für nur 159 Franken. Ganz Europa ist nicht nur am Wochenende, sondern auch über längere Zeit mit einer dicken Wolkendecke bedeckt. Mit heftigen Schneefällen muss gerechnet werden. Und nun zum Schluss. Ich möchte jetzt noch eher an dieser Stelle ein ganz großes, herzliches Dankeschön an all diejenigen aussprechen, die mich und meinen Kanal unterstützen. Über 100 Subscriber, ich glaube aktuell sind sogar 112. Danke, danke vielmal. Und als kleines Dankeschön dafür würde ich gerne nächste Woche ein Frage- und Antwort-Video machen und dafür benötige ich eure Fragen. Und ich wäre froh, wenn ihr unterhalb von diesem Video in die Comments eure Fragen reinposten könntet. Und die interessantesten oder tollsten, die wähle ich aus oder alle, je nachdem wie viel kommen. Und dazu gibt es dann nächste Woche ein Video. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden, wünsche noch ein schönes Wochenende und Happy Flying, auch wenn es dieses Wochenende wohl eher heißt, Happy Indoor Flying.